Dann die dritte Generation Gemüse. Das Geschäft selber geht, aber was man weiß, sicher 5 Generationen zurück. Also ich habe in der Werkstatt noch Werkzeuge vom Vorvorgänger von meinem Großvater. Das ist einfach überliefert, das muss man lernen, das muss man ein bisschen im Blut haben, um das ja, beherrschen. Und weil das Holz ein lebendiges Produkt ist, wird jedes anders.